Das Vereinsquiz 2019 wird Ihnen präsentiert von der Stadt- und Bärenapotheke Freital. Bitte bleiben Sie gesund. Von der Ergo-Generalagentur Ingonei in Ilsa, kompetente Beratung rund um das Thema Versicherung, auch für Vereine. Und dem Autohaus Liliensieg. Sowie dem Pirnaer Möbelhandel. Schnäppchenjäger, aufgepasst! Traumküchen zum halben Preis beim Pirnaer Möbelhandel. Und als Extra gibt es 1.000 Euro geschenkt. Beratung, Verkauf, Montage, alles aus einer Hand. Pirnaer Möbelhandel im Einkaufszentrum Petz auf der Rottwerndorfer Straße. Ja, herzlich willkommen zum Vereinsquiz Nummer 6. Wir sind zu Gast beim Hartmannsdorfer SV Empor bei der Frauenfußballmannschaft und heute spielen mit ganz außen Vreni Preußler, in der Mitte Therese Dietrich und Nicole Trübenbach hier als Teamsprecherin an meiner Seite. Nicole, wir waren vor 2 Jahren schon mal bei euch. Da haben wir auch ein bisschen was erfahren über den Spielbetrieb bei der Frauenfußballmannschaft hier in Hartmannsdorf. Wie sieht es denn aus jetzt mit den sportlichen Erfolgen? Zurzeit eher nur noch auf Hobbybasis, da wir im vergangenen Jahr nur noch als Spielgemeinschaft mit der Lichtenberger Verein zusammen gespielt haben und seit dieser Saison sozusagen ganz aufgegeben haben, den aktiven Spielbetrieb, und jetzt nur noch hobbymäßig unterwegs sind, weil viele schwanger oder altersbedingt dann aufgehört haben. Also ihr trainiert zu viel mit der Männermannschaft zusammen scheinbar, oder? Also wegen der Schwangerschaft? Ja, teilweise wahrscheinlich. Teilweise. Aber seid ihr jetzt noch 11 Leute? Könnt ihr ein normales Spiel noch machen als Frauenfußballer? Also Kleinfeld. Kleinfeld. Kleinfeld, da sind wir dann. Also ihr braucht ja auch einen Gegner, ne? Ja, genau. Aber da haben wir mit Schmiedeberg oder auch mit den Högendorfer Mädels schon einige Freundschaftsspiele bestritten. Da kommen wir jetzt gleich mal auf die Nachwuchsgewinnung. Wenn das jemand sehen sollte heute, also man sieht es ja jetzt kameratechnisch nicht, man sieht bloß unsere Rückwand, aber wir stehen ja tatsächlich auf dem Fußballrasen. Also wer mitspielen würde, möchte beim Hartmannsdorfer SV Empor, der ist gern gesehen? Jederzeit gern, ja. Und wenn sich die Möglichkeit ergibt, würden wir auch gerne wieder aktiv spielen. Und das gibt ja heute auch, also heute nicht, aber wenn dann gewinnt, 300 Euro als Prämie. Was würdet ihr mit diesen 300 Euro anstellen wollen? Tja, gute Frage. Vielleicht in neue Trainingsutensilien wieder was investieren. Ja, also es geht weiter auch. Es wird investiert. Das heißt, die Frauenfußballer geben nicht auf, auch wenn es gerade ein bisschen personell ein Engpass besteht. Es geht weiter. Wir sind positiv gestimmt. Sehr schön. Und genau das wollte ich hören. Denn jetzt machen wir Vereinsquiz Nummer 6. Und liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, liebe Kinder, wenn jetzt das Finale wäre, heute an dieser Stelle und jetzt und hier, wären im Finale die Spielbühne Freital, die haben 70 Punkte erkämpft, das Schachzentrum Seeblick mit 60 Punkten und der Feuerwehrförderverein Dips mit 50 Punkten. Das sind derzeit die besten drei. Und jetzt schauen wir mal, was die Hobby-Frauenfußballmannschaft aus Hartmannsdorf hier zaubert. 10 Fragen sind gezogen, für jede Frage 30 Sekunden Zeit. Ihr seid bereit? Ja. Das denke ich, und wir haben ja überhaupt nicht hingekommen. Ne? Also, Frage Nummer 1 für die ersten 10 Punkte hier in Hartmannsdorf. Heute das erste Mal bei Flutlichtbedingungen. Das heißt, wir gehen ganz stark auf den Herbst, Winter. So, jetzt geht's schon los. Also, erste Frage. Dufourspitz, Dom und Liskamm sind Berge in... Eine Frage. A. Österreich, B. Italien, C. Schweiz. Die Dufourspitze, der Dom und der Liskamm sind Berge in Österreich, Italien oder C. in der Schweiz. Ganz schlechte Lichtverhältnisse für einen Fragensteller hier. Okay, ihr entscheidet euch in der Zeit für C, die Schweiz. Und zwar sind das genau die 3 höchsten Berge der Schweiz. Richtig? Stark. Stark. Na klar ist das stark. Also ich muss wirklich ein bisschen ganz komisch hier stehen. Und ihr guckt mir mal bitte nie in die Karten. Also wir haben ja auch ein
Publikum hier auf dem Platz. Lichtverhältnisse sind das hier. So, Frage 2. Das Restaurant Rosin, das 2-Sterne-Restaurant vom TV-Sterne-Koch Frank Rosin, befindet sich in Dursten. In welchem Bundesland liegt die Stadt Dursten? Liegt die A in Niedersachsen, B in Nordrhein-Westfalen oder C im Bundesland Bremen? Wo hat Frank Rosin mit seinem Lokal seine Heimat? In welchem Bundesland? Zur Auswahl stehen Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, B oder C, Bremen. Also irgendeine Art Fischkopf ist es ja, ne? So, und jetzt A, B oder C. Und ihr entscheidet euch für B. Was bringt euch zu dieser Annahme? Genau. Nordrhein-Westfalen. Geraten? Fantastisch geraten. Richtig? So, 20 Punkte. Ich muss ein bisschen aufpassen. Haben wir noch eine Kamera, die ins Publikum geht, dass ja niemand vorsagt? Heute vergessen. Quatsch. So, Frage 3. Nelson Mandela war der erste schwarze Präsident Südafrikas. Und ich will wissen von euch, wann war er das? Von 1994 bis 99 A, von 1996 bis 2001 B oder von 1984 bis 1989 C. Wann war Nelson Mandela der erste Präsident, der erste schwarze Präsident Südafrikas? Von 94 bis 99 A, 96 bis 2001 B oder 84 bis 89 C. Jetzt geht's los. Ich habe gerade gehört, wir nehmen A, hat man noch nie. Und auch dieses A ist richtig. Nee, Vreni hat gesagt, das Wese. Ach, das Wese? Ja, ja. Gut, da fällt leider die Kiste um mir. So, so, jetzt schnallen wir uns ein bisschen fest. 30 Punkte, noch keinen Ausrutscher. Das könnte was werden heute, oder? Das könnte so weitergehen. Das wird ein Knaller. Frage 4. Ja. Josef Jupp Heynckes ist ein bekannter deutscher Fußballtrainer, der auch Coach des FC Bayern war. Ist bekannt, oder? Mhm. Wie oft übernahm den Heynckes das Amt des Cheftrainers bei den Bayern? Der war nicht nur einmal da. Man hat ihn ja wieder reaktiviert und wiedergeholt und wiedergeholt. So, war er A, 2-mal Cheftrainer bei den Bayern, B, 3-mal Cheftrainer oder C, sogar 4-mal Cheftrainer beim FC Bayern München, der Jupp Heynckes? Das ist jetzt eine Frage, eine Fußballfrage, passt absolut hier auf diesem Abend. Also 2, 3 oder 4-mal. Und, na, ihr habt noch Zeit. Ihr entscheidet euch für B, stimmt? Und das ist falsch. Er war 4-mal Cheftrainer und im Oktober 2017 wurde er zum 4. Mal und hoffentlich jetzt zum letzten Mal geholt. So, das war jetzt ein Ausrutscher. Ja. Habe ich jetzt zu viel gesagt? Nö. Nee. Bei der Fußballfrage klassisch daneben. Super. Das kann man nicht so gut haben. Bei den Schweizer Bergen, das funktioniert, aber ja. Fußball, nee, das interessiert uns gar nicht. Die Frage Nummer 5. Ist jemand eloquent? Dann ist er eingebildet, A, B, sprachgewandt oder C, gut aussehend. Wenn jemand eloquent ist, ist derjenige eingebildet, B, sprachgewandt oder C, gut aussehend. Was ist ein eloquenter Typ? Gut aussehend. Und die, ach nee, jetzt bitte die Antwort von den drei Damen und in der Mitte ist das die Therese. Die Frisch entscheidet sich für B, weil sie es weiß. Renny wusste es. Super Wissen. Klar ist es richtig. Klar, sprachgewandt. So, jetzt sind wir schon bei 40 Punkten. Stark. Und ihr seid damals schon im sehr guten Mittelfeld. Also noch vor einem Jahr hätte ich gesagt, keine Chance fürs Finale. Mhm. In diesem Jahr sieht das ganz anders aus. Wir sind bei der Frage Nummer 6. Wie viele große Kreisstädte gibt es im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge? Sind das A3, B4 oder C5? Wie viele große Kreisstädte gibt es in unserem wunderschönen Landkreis? A3, B4, C5. Ich
Das ist wirklich keine komplizierte Frage. Also viele gibt es ja nicht, aber trotzdem. 3, 4 oder 5. Aber ja. Ja. Im Landkreis Sächsische-Schweiz aus Erzgebirge, im gesamten Landkreis würde ich mal sagen. Ihr entscheidet euch für A. Was sind große Kreisstädte? Die haben also diesen Titel verliehen bekommen. Also aus irgendwelchen. Dips und Freital auf jeden Fall. Richtig. Und dann haben wir noch? Pirna. Und Siebnitz. Es sind 4. Also ihr wisst ja. So, machen wir gleich weiter mit der 7. Und die 7. Frage. Die Wohnungsgenossenschaft Raschelberg EG vermietet Wohnungen in A. Freital, B. Bannewitz, C. Pirna. A. Ha! Wie kommt das jetzt? Das will ich. Das ist immer gut. Wenn jemand weiß, und da sind wir schon bei 50 Punkten, ja, irgendwo hängen geblieben. Freital, oder? Raschelberg, ja, kennt man, ne? Ja, das ist ja. Ein Seniorenheim. Die Nicole hat sich schon für die Zukunft Gedanken gemacht. Hast du schon einschreiben lassen? Nee, noch nie. So, die 7. Frage, 50 Punkte. Jetzt machen wir schnell die 8. Der SKR, das ist schlecht. Das kriegt ihr nie raus. Der SKR 700 ist ein Stereo-Kassettenrekorder, der in der DDR von 1984 bis 1989 im Kombinat VEB Sternradio Berlin hergestellt wurde. Das Gerät wurde in 10 verschiedenen Farbtönen angeboten und kostete damals... Ja, ich will wissen, wie viele DDR-Mark. Das könnt ihr nicht wissen, aber vielleicht ratet ihr richtig. A. 1540 Mark, B. 990 Mark oder C. 740 Mark als DDR-Mark. A. nochmal 1540, B. 990 oder C. 740 Mark. Wie viel kam der SKR 700? Das war schon. Ja, das ist wohl wahr. Ja. Ja. Lass es durchlaufen. So, jetzt eine Antwort. Ah. Ihr habt euch für A entschieden, 1540 Mark. Also ihr seid ja gar nicht dabei gewesen, oder? Mhm. Und wisst es trotzdem? Ja, wie geht denn das? Na, weil es teuer. Also zu DDR-Zeiten war alles 990 teuer. 990 Mark ist nicht teuer. Das ist schon günstig. Nee. Okay, ja, das ist eine Sichtsache auf die Dinge. So, jetzt, ich muss jetzt auf meine Liste gucken. Jetzt könnt ihr ja bei der nächsten Frage schon mit dem bisherigen Spitzenreiter gleichziehen. 70 Punkte erreichen. Oh. Oh. Dieser Druck. Dieser Druck. Am 1. September wurde ein neuer sächsischer Landtag gewählt. Mit den Erststimmen kann man einen Kandidaten in seinem Wahlkreis direkt in den Landtag wählen. Das ist ja bekannt, ne? Und ich wollte von euch wissen, wie viele Wahlkreise gibt es denn in Sachsen? Also wie viele Direktkandidaten können denn einziehen? A. 60, B. 70, C. 80. Wie viele Wahlkreise gibt es in Sachsen? 60, 70. Mal gucken, dass da niemand vorsagt. Nee. Wisst ihr es? Was waren 60? 60 A, B. 70, C. 80. So, also wie viele Wahlkreise? A. So, jetzt bitte. A. Ihr entscheidet euch für A. Das ist natürlich leider etwas richtig. Stimmt, es sind 60, also 60 Direktkandidaten können direkt einziehen. Und damit seid ihr also nach jetziger Stand der Dinge im Finale. Und jetzt könnt ihr, da haut's mir doch die Karte weg, sogar den Spitzenreiter darstellen. Spitzenposition übernehmen. Hat man lange nicht mehr eine Spitzenposition. Das hat man noch nie. Ach doch, nee, das, nee, jedenfalls hier beim Spielen. Ja. Oh, was ist das jetzt für eine Frage? Die ist lösbar. Okay. So, Frage Nummer 10. Lautet, ein Eggnog ist A. ein Eierkuchen, B. ein Arzneimittel, B. ein alkoholhaltiges Getränk. Was ist ein Eggnog? Nee. Also was? Nochmal, ein Eierkuchen A, B, ein Arzneimittel oder C, ein alkoholhaltiges Getränk.
Ecke. Ja. Oh, das ist jetzt spannend. Also jetzt könnten wir einen Spitzenreiter bekommen wollen oder... So, und jetzt geht's los. Eggnog, alkoholhaltiges Getränk. Also, ich sage euch mal die Inhaltsstoffe. Es ist Sahne oder Milch, ein Ei und Alkohol. Richtig. So, damit gehen die Damen oder die Mädchen, ja, oder Damen sagt man, ne? Hier aus Hartmannsdorf in die Führung mit 80 Punkten und ich lehne mich jetzt mal ganz fest aus dem Fenster. Also ihr seid auf jeden Fall im Finale, denn es kommen ja nur noch zwei. Und zwar, ich gucke jetzt auf meinen Zettel, sind das dann noch der Heinsberger SV, die Abteilung Tischtennis und der TSV Frohsinn-Seifersdorf. Und die müssten ja dann auch, selbst wenn die einmal 90 und einmal 100 Punkte hätten, wäret ihr immer noch im Finale. Also ihr seid im Finale. Ha, ihr seid im Finale. Richtig, das muss ich mal realisieren. So, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, liebe Kinder, jetzt kommen wir noch schnell zur Auflösung der Zuschauerfrage von letzter Woche. Ich wollte wissen, wann die Spielbühne in Freital gegründet wurde und die Antwort B war richtig, 1973. Die Zuschauerfrage präsentiert Ihnen die Strakos Erlebniswelt in Köln-Nitz. Erlebnisverkauf plus Gastronomie unter einem Dach. So, und auch in dieser Woche gibt es eine neue Zuschauerfrage und die hat es in sich. Also schnallen Sie sich an, hören Sie genau zu. Ich will wissen, wann endet in Deutschland die Sommerzeit? Ist das A am Sonntag, dem 27. Oktober, B nie mehr, denn die EU hat es abgeschafft, oder C am Sonntag, dem 3. November? So, jetzt gucken Sie mal den Kalender, googeln Sie oder machen Sie, was Sie wollen und spielen Sie mit, denn es gibt wieder etwas zu gewinnen. So, das war das Vereinsquiz Nummer 6 hier aus Hartmannsdorf unter Flutlichtbedingungen. Und ich darf nochmal herzlichen Glückwunsch sagen zu 80 Punkten zum Einzug ins Finale beim FRM Vereinsquiz 2019. Eine tolle Sache. Und nächste Woche, wie gesagt, sehen wir uns wieder in Heinsberg, ebenfalls auf dem Rasen, habe ich gehört, im Heinsberger Stadion beim Heinsberger SV-Abteilung Tischtennis. Und da freue ich mich schon drauf. Bis dahin. Tschüss. Das Vereinsquiz 2019 wird Ihnen präsentiert von der Stadt- und Bärenapotheke Freital. Bitte bleiben Sie gesund. Von der Ergo-Generalagentur in Gonei in Ölsa. Kompetente Beratung rund um das Thema Versicherung, auch für Vereine. Und dem Autohaus Liliensieg. Sowie dem Pirna Möbelhandel.